Die meisten von uns haben es bereits vermutet und nun ist es bestätigt. Ihr habt Nintendos ganz offiziellen Segen, wenn ihr mit der Switch 2 vom dritten in den ersten Stock laufen wollt. Die Bestätigung von Abwärtskompatibilität mit Software der Nintendo Switch, einschließlich der Switch Online-Komponente, war thematischer Bestandteil des aktuellsten Corporate Management Policy Briefings und wurde subsequent auch von Furukawa auf Social Media mitgeteilt. Und da man sich derzeit jeden Krumen nehmen muss bei der Spekulation um Nintendos Zukunftspläne, lasst uns diese Bekanntmachung doch mal zerpflücken. Nun ist Abwärtskompatibilität in der Vergangenheit bei Nintendo immer sehr simpel gewesen, wenn sie denn vorhanden war. Gameboy-Spiele auf einem Gameboy Color oder gar Gameboy Advance sind ein wohlbekanntes Beispiel. Die alte Software war kompatibel mit der neuen Hardware, aber nicht viel mehr. Eine ähnliche Story ist es bei den Sprüngen vom GameCube zur Wii zur Wii U. Man nahm seine alten Spiele-Discs, packte sie in das neue System und es hat alles exakt so funktioniert, wie man es zuvor auch erwartet hat. Was dabei auf der Strecke blieb, waren ernsthafte Verbesserungen. Bei der Gameboy-Familie konnte man etwas mit Farbschemata herumdüdeln und Wii-Spiele sehen auf einer Wii U dank einer höheren Auflösung und einem besseren Videosignal etwas klarer aus. Aber es gab keine individuellen Upgrades für einzelne Spiele, wie man es heutzutage von der Xbox mit dem FPS-Boost-Feature oder von Pro-Versionen mit extra aufgemotzten Spielen erwarten könnte. Wenn ein Spiel auf der Wii mit 30 FPS lief, war das unweigerlich auch auf der Wii U so. Selbst wenn die Wii U in der Theorie mehr als fähig gewesen wäre, dieses Limit zu übertreffen. Allerdings konnte man auch eine Verträglichkeit mit 100% einer Spielebibliothek erwarten. Egal wie obskur oder vergessen ein Spiel auch sein mag, es läuft definitiv auch auf dem neuen Gerät, denn es braucht keine extra Wartung, um zu funktionieren. Schlagt mich bezüglich der technischen Details nicht tot, aber meines Wissens nach hat das mit geteilten Architekturen zwischen den Systemen zu tun. Ich weiß nicht, ob es wie bei den anfänglichen PS2-Modellen ist, die waren mit den PS1-Unterhaltungsmedien kompatibel, weil man buchstäblich Hardware von der PS1 verbaut hat, die bei PS2-Spielen dann so Zeugs wie die USB-Steckplätze bemuttert hat. Aber es gab zumindest immer eine Form von nativer Unterstützung bei Nintendo. Es musste nichts emuliert oder nachgestellt werden. Oder wenn, dann nur in so geringen Mengen, dass die Auswirkungen davon in der Realität nicht zu spüren waren. Bisher gab es keine Anzeichen, ob oder inwiefern man von einer Umsetzung dieses Konzepts beim Switch-Nachfolger ausgehen kann. Man konnte sich bloß an den vergangenen Beispielen und Methoden orientieren. Ich sag mal, dass wir überhaupt Abwärtskompatibilität aufgetischt bekommen, war für mich keine Überraschung. Natürlich möchte Nintendo, wenn möglich, an den Erfolg der Switch anknüpfen. Und Abwärtskompatibilität kann ein gutes Argument sein, die bisherige Switch zu verkaufen, um die Neuanschaffung der Switch 2 mitzufinanzieren. Man verliert schließlich nicht den Zugang zu den gesammelten Spielen. Außerdem ist ziemlich offensichtlich, dass Nintendo beim Formfaktor der Konsole nicht in eine völlig neue Richtung abbiegt. Wir werden sicher wieder ein tragbares Gerät bekommen, ergo bekommen wir Module statt Discs und nun vervollständigt mal dieses Tabellenpuzzle. Es gibt jedoch auch ein paar sehr klare Unterschiede zu früheren Generationen. Einmal natürlich die deutlich umfangreichere Online-Struktur. Die Ankündigung besagt auch eindeutig, dass man an NSO festhält. Auch das konnte man sich bereits denken, denn wir wissen schon seit Jahren, dass Nintendo-Accounts in ihrer aktuellen Form generationenübergreifend von Nutzen sein sollen. Bei anderen Systemen war sowas absolut nicht selbstverständlich. Die Wi-Fi-Connection wurde bei den entsprechenden Nachfolgern mit dem Nintendo Network ersetzt und dieses wurde letztlich von Switch Online abgelöst. Jede Generation hat außerdem ihre eigenen Shops gehabt, die ebenso nicht generations- und teils nicht einmal systemübergreifend miteinander kommunizieren konnten. Ein Virtual Console Spiel von der Wii konnte man zwar auf seine Wii U transferieren und dann im Wii-Mode spielen, aber es war nicht dasselbe Produkt wie dasselbe Spiel in der Virtual Console der Wii U. War Nintendo in den 2010er Jahren nicht die einfach geilste Sache? Die jetzige Information klingt so, als würde man zukünftig eine deutlich synapsenverätzungsumgehendere Lösung anbieten. Zumindest möchte ich das hoffen. Und ich habe nicht mal die alten E-Shops benutzt, es reicht mir bloß schon zu wissen, wie das damals funktioniert hat. Lesen wir aber mal stärker zwischen den Zeilen. Da ist nichts, also müssen wir halluzinieren. Machen wir das doch einfach mal. Nintendo Switch Online wird auch auf dem Nachfolger der Switch verfügbar sein, klingt für mich ehrlich gesagt nicht nach einer 1:1 Abdeckung aller aktuellen Inhalte. Mir fällt jetzt kein Inhalt ein, der auf der nächsten Konsole Probleme bereiten sollte, aber nachdem es anderthalb Jahre dauerte, bis auf der Switch NES-Spiele verfügbar waren und man deswegen mutmaßlich sogar Switch Online vom ursprünglichen Eingreifdatum nach hinten verschieben musste, würde mich nichts mehr wundern. Man weiß nicht, wie umfangreich die Unterstützung wirklich sein wird, man
weiß nicht einmal, ob sie überhaupt zum Launch mit dabei ist. Aber wenigstens scheint man nicht so wie zuvor, alles Aufgebaute an Infrastruktur mit einer neuen Konsole blind in die Tonne zu werfen. Kommen wir aber endlich zu dem in meinen Augen interessantesten Abschnitt. Weitere Informationen zum Switch-Nachfolger werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, darunter auch Infos zur Abwärtskompatibilität. Es scheint für Nintendo eine Priorität zu sein, die Einzelheiten der Abwärtskompatibilität explizit zu beleuchten. Warum sonst sollten sie hier aktiv nochmal hervorgehoben werden? Für mich klingt das nicht so, als hätten wir es mit einer plumpen Weiterverwendung à la Wii-Spiele auf Wii U zu tun. Denn wenn doch, würde das in der späteren Vorstellung der Switch 2 einfach in einem Nebensatz abgehandelt werden. Große Teile der Spielerschaft erhoffen sich Performance- und Grafikverbesserungen in Switch 1 Spielen. Stabilere und oder höhere Framerates, möglicherweise eine höhere Auflösung bis hin zu 4K. An der generellen Idee, die bisherigen Erfahrungen etwas schmucker darzustellen, ist wahrscheinlich was dran. Dafür ist mir diese exakte Formulierung viel zu vielversprechend. Aber ich denke auch, dass wir unsere Erwartungen in Schach halten sollten. Zunächst werden die Ergebnisse in der Praxis sicher von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein. Nehmen wir hier als Beispiel wieder mal die FPS. Nicht jeder Titel, der aktuell auf maximal 30 Bilder pro Sekunde fixiert ist, lässt sich ähnlich leicht auf 60 bringen, schätze ich. Und damit meine ich gar nicht die notwendige Rechenleistung, sondern die Programmierung der Spiele. Manche Abläufe, Animationen, Strukturen sind möglicherweise an die genaue Bildrate gekoppelt. Jetzt den Regler von 30 auf 60 zu schieben, könnte zu unerwünschten Bugs führen, weshalb mehr Feinschliff verlangt ist. Ähnlich wird es sein bei Renderdistanzen, Auflösungen, reingeladenen Texturen oder dem sogenannten LOD, wenn weiter entfernte Landschaften oder Modelle zunächst mit geringerer Komplexität geladen werden, bis sie stark genug im Blickfeld sind. Sowas erkennt man ja schon in N64-Spielen auf der aktuellen Switch teilweise sehr gut. Kurz gesagt, sollte es solche Verbesserungen überhaupt geben, werden diese sicher nicht pauschal für jedes Spiel gelten, beziehungsweise identisch sein. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Unterschied wie Tag und Nacht sein wird. Nintendo möchte immer noch eine Nintendo-Konsole verkaufen und keinen präpubertären Supercomputer. Natürlich tut sich in knapp einer Dekade einiges auf dem Hardware-Markt, also auch eine neue 300-Euro-Konsole hat ihr gutes Recht, die Switch in den Schatten zu stellen, aber die Träume von Breath of the Wild mit allerlei modernem PC-Gaming-Schnickschnack werden euch wahrscheinlich nicht erfüllt. Ganz ehrlich, ich würde mich auch schon mit stabileren Bildraten zufrieden geben. Wenn ich mir ansehe, wie selbst First-Party-Titel in diesem Jahr stellenweise performen, ist das eigentlich überfällig. Ja, sowas hat man auch schon bei Spielen von vor 5 Jahren kritisiert, aber in der Regel wird eine Konsole über die Lebensspanne hinweg nur immer besser von den Entwicklern verstanden und Spiele können immer mehr optimiert werden. Und dann ist es trotz aller Erklärungen doch schade, wenn 2 Top-Down-Zeldas mit 5 Jahren Abstand dieselben Performance-Probleme mitbringen. Princess Peach Showtime ist ein fucking 2,5D-Jump'n'Run mit Minispielen. Warum in aller Herrgottsnamen ruckelt jeder einzelne Ladebildschirm? Die Games sind natürlich weit von der Unspielbarkeit entfernt und ich kann mich nicht entsinnen, je durch einen Ruckler irgendeinen spürbaren Gameplay-Fauxpas begangen zu haben, der mir sonst nicht unterlaufen wäre, aber eine Ausbesserung und nach ein paar Upgrades darüber hinaus kann man trotzdem erwarten. Die ganze Rückwärtskompatibilisierung, um auch mal ein falsches Wort dafür zu benutzen, wird also ein spannenderes Ding als zuvor, aber auf eine ähnliche Weise, wie es spannender ist, einem Speiseeis beim Schmelzen zuzugucken, als eine Wandfarbe beim Trocknen zu beobachten. Oh weia, so muss sich das anfühlen, seit 3 Jahren auf die Switch 2 zu warten, oder?